herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir besprechen heute das Thema Kurbelwellenwuchtung und worauf ihr achten müsst anhand eines Chrysler 440. Bevor wir da reingehen, wollen wir noch ein bisschen was zu einem Update sagen, so zu dem, was sich bei uns so tut, weil viele ja auch wissen möchten, wie sich unser Unternehmen so entwickelt, was für Services wir anbieten. Ja, und was es Aktuelles so zu sagen gibt. Wenn ihr diesen Part also überspringen wollt, nutzt da unten die Kapitelfunktion und geht direkt zur Kurbelwellenwuchtung. Als erstes, kleiner Rückblick in unsere Manufaktur. Wir überholen Carter und AC Benzin- oder Doppelhubpumpen. Ja, also in dem Fall für Viper, wie hier. Schön sind die Doppelhubpumpen. Da gibt es, ich weiß nicht, ob es da noch viele Leute gibt, die sowas überhaupt überholen. Sehr, sehr wenige. Das ist das Ergebnis. Wir machen das mit extra gemachten Teilen für uns. Können wir diese Pumpen für Benzin und für Luft komplett überholen. Schauen danach wunderschön aus. Sind auch mit den Ventilen und den Nadeln innen komplett gemacht. In dem Fall für den Buick zwei Pumpen gemacht ist in letzter Zeit. Falls ihr Bedarf habt, sowas geht bei uns jetzt auch. Dann noch was in eigener Sache. Jedes Mal, wenn wir unser Öl bestellen, wir lassen ja diese Blechkanister für uns machen, es ist ein bisschen ein Act, weil jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn wir die bestellen, sind Defekte dabei. So, der Hersteller sagt immer, ja, das ist der Transporteur, der schuld ist, wir können an unserer Verpackung nichts machen, obwohl wir jedes Mal reklamiert haben, gesagt haben, hey, ihr müsst eure Verpackung verbessern, das funktioniert einfach so nicht. Wenn die aus dem EU-Ausland, die kommen aus Österreich, wenn die von Österreich bis zu uns kommen, naja, ihr seht selber. Die schauen dann manchmal, das ist ein richtig übles Beispiel, manchmal sehen die so aus, manchmal ist es nicht ganz so schlimm, da hat man nur eine kleine Delle. So, was machen wir jetzt mit denen? Wir können die nicht wegschmeißen. Was wir tun ist, wir verkaufen diese Kanister, meistens sind die nicht so, das ist jetzt der Worst Case überhaupt, aber schön zum Zeigen, ja. Diese Kanister sind technisch vollkommen in Ordnung. Der Inhalt ist vollkommen in Ordnung. Das ist ein ganz normales Super 50. Da sind auch keine Späne drin oder irgendwas. Das ist alles tipptopp. Aber optisch schauen die halt nicht mehr toll aus. So, wir können sie jetzt wegschmeißen. Das tun wir nicht. Deswegen verkaufen wir diese Kanister mit dem Öl zu einem B-Ware-Preis. Ja, also quasi billiger geht es nicht. Ja, wenn ihr Super 50 haben wollt und sparen wollt, richtig Geld sparen wollt, dann schaut in unseren Shop. Wir packen euch den Link zu diesem B-Waren-Artikel unten in die Beschreibung. Könnt ihr B-Ware bestellen, nochmal richtig sparen und auch was für die Misere von den Blechkanistern tun, weil es ist, man kann fast sagen, es sind 10% pro Lieferung an Ausschuss in Anführungszeichen dabei. Und es ist bezahlt, wir können es nicht wegschmeißen, wollen wir auch nicht, wir wollen es irgendwie wiederverwenden. Deswegen haben wir gesagt, der beste Deal dafür ist einfach zu sagen, wir verkaufen es als B-Ware, optisch nicht so toll, technisch einwandfrei, zu einem super, super Deal-Preis. Packen wir euch unten in die Beschreibung, für den Fall, dass es euch interessiert. Jetzt gehen wir schnell rüber, schauen mal kurz in die Manufaktur. Zündverteiler hat sich auch einiges getan. Mercedes aktuell zum Beispiel 300 SEL-Verteiler direkt bei uns komplett neu gemacht und überholt. Mit Jetronic, schaut richtig gut aus. Richtig schick. Der geht ins Ausland, nach Belgien, ist dann auch demnächst fertig. Ein paar andere sind aktuell in der Mercedes, haben wir hier in der Pipeline, die gehen in die Schweiz. Genau, da passiert also einiges. So, was haben wir in der Zwischenzeit noch, was wir euch zeigen können? Wir haben Differentialüberholung gemacht bei einem Ford Mustang. Wir haben C4-Getriebe gemacht, eine Menge. Da haben wir jetzt, die sind alle schon fertig, aber kommt mal mit. Wir haben ein normales oder ein Hydramatic der ersten Generation aktuell da. Das machen wir auch für, das geht glaube ich nach Mitteldeutschland, einen Kunden. Also hier ein komplettes Hydramatic-Getriebe, schon zerlegt, Bestandsaufnahme, alles gemessen, damit wir wissen, was wir bestellen müssen und welche Teile wir brauchen. Liegen hier drüben mit dem Wandler zerlegt, genau hier alles einmal aufgereiht, geschaut, okay, was ist wie, wo. Was muss getauscht werden? Richtig schön eingelaufen teilweise, sieht man hier, ja. Oder da der Verschleiß schon wirklich vorhanden ist. Wird alles poliert, Wellen werden poliert, Trommeln werden poliert, wird komplett überholt, wieder zusammengebaut und geht dann wieder zum Kunden. Der baut das dann ein und dann ist das wieder ready to go. So, und jetzt haben wir gesagt, wir wollen uns mal über das Thema Kurbelwellenwuchtung unterhalten.
folgender Real-Case. Wir haben eine Anfrage gekriegt von einem Kunden, der hat einen Motor in Stand setzen lassen, Chrysler für 40, so wie der hier. Der ist jetzt bei uns gebaut, jetzt am Prüfstandsready. Und dann könnt ihr den kaufen, falls jemand Interesse hat. 906er Köpfe, Schmiedewelle, Purple Cam, Bild mit Comp, Repro auf 30er Übermaß mit Flat Top Pistons. Kunde hat folgendes Problem gehabt und hat gesagt, der Vibration hat einen Motor bauen lassen. Sein Motor war nicht mehr ganz so fit. Und glaube ich, Riss gehabt oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er sich den anderen Block besorgt und dann haben die Komponenten zusammengebaut und dann Vibrationen und Sachen vorne und hinten nicht gepasst. Ein paar Fotos geschickt. Das Auto müssen wir vermutlich, müssen wir schauen, wahrscheinlich noch gerade biegen. Da ist jetzt gerade die Frage, ob und wie der Wagen zu uns kommt. Und dann können wir uns vielleicht am Fahrzeug auch nochmal unterhalten, wenn wir alles auseinandergerupft haben. Aber ich wollte mit euch heute drüber sprechen. Wir haben zwei Arten von Kurbelwellen. Also jetzt muss man wissen, bei einem Chrysler-Motor gibt es Schmiede- und Gusswellen. Schmiedewellen, also geschmiedete Kurbelwellen und eben gegossene Kurbelwellen. Der Unterschied ist, dass die geschmiedeten Wellen immer intern balanciert waren, also intern gewuchtet, die Gusswellen extern. So, was bei dem jetzt passiert ist, ist super abenteuerlich. Noch ganz kurz, ich muss jetzt mal ins Chevy-Regal greifen, um das zu simulieren. Das ist ein Dämpfer, intern gewuchtet, Chrysler Original, relativ dünn, so wie bei dem 383er hier, für Schmiedewelle. So, und dann gibt es, ich habe jetzt keinen Originalen da, den dicken, ist jetzt Chevy, aber der hat quasi eine Wuchtung noch mit drin, das ist bei Chrysler auch gleich, so ein Wuchtblock, extern gewuchteter Dämpfer für Gusswellen, so einen hier. Und da habt ihr nicht nur die externe Wuchtung, also das Gewicht vorne dran, ja, am Dämpfer, sondern auch hinten am Wandler. Das heißt, Gusswelle immer nur mit extern gewuchtetem Dämpfer und passendem Gewicht am Wandler verwenden. So, und was passiert ist, die haben das vermischt. Das heißt, sie haben einen extern gewuchteten Dämpfer auf eine Schmiedewelle, intern gewuchtete Schmiedewelle gepackt. Und vermutlich, das wissen wir noch nicht, müssen wir schauen, wenn der Wagen da ist und wir es zerlegt haben, hinten das Gewicht für eine extern gewuchtete Gusswelle an die Schmiedewelle noch mit dran gepackt. Das heißt, wir haben eine massive Unwucht erzeugt. So, und was passiert mit so einer Unwucht? Ich mache natürlich die Lagerschalen kaputt, ich habe generell Spiel, Vibrationen im Motor und so weiter und so fort. Ein paar andere Sachen haben auch noch nicht gepasst. Der Break-In ist so lala gelaufen. So, es bleibt also spannend. Wir werden uns anschauen, was für Probleme auf uns zukommen. Wenn wir die Möglichkeit haben, euch mit dazu zu nehmen, im Video machen wir das. Dann schauen wir, wie wir es gelöst bekommen und wie weit wir eingreifen müssen und wie weit wir den Block zerlegen müssen, um das rauszufinden. Ich wollte euch nur schärfen in dem Video heute. Passt auf mit den Wuchtungen, dass das alles richtig ist. Denn selbst wenn der Motorenbauer und Werkstatt, das sind zwei separate Gewerke in dem Fall gewesen oder Institutionen, selbst wenn der Motorenbauer fein gewuchtet hätte, also die Gusswelle, bestenfalls mit Antrieb oder nicht, hat dann die Werkstatt einen externen Dämpfer draufgeschraubt. Das heißt, der Motorenbauer hätte auch gar keine Chance gehabt, das richtig zu machen. Deswegen ist es so wichtig, das alles aus einem Stück zu machen, dass das Hand und Fuß hat. Passt da bitte auf mit der Wuchtung. Es gibt ja auch wie bei Ford 28 Unzen Flywheel oder 50 Unzen Flywheel, ne? Gibt die zwei. Und dass er da nichts also durcheinander bringt, dass das Ja von vorne bis hinten abgestimmt ist. Müsst ihr wirklich aufpassen. Ja, soviel zum Tech-Input. Wir gehen jetzt langsam Richtung Weihnachten zu. Bei uns ist aktuell noch, jetzt waren wir zwei Wochen mal massiv unterbesetzt mit Krankheiten und so weiter und so fort. Waren wir irgendwie von 6 Leuten nur zu zweit. Aber jetzt langsam geht es wieder hoch. Können wir wieder Gas geben. Viel zu tun. Ja, jetzt nicht nur für die Weihnachtszeit, kommt auch noch viel rein oder so, müssen wir einfach mal schauen, wie wir euch mitnehmen können, dass ihr technisch auch ein bisschen wieder was zu sehen bekommt und was Neues. Eins wollte ich noch sagen. Wir haben sehr lange gebraucht für das, aber es ist ein toller neuer Service, den wir anbieten. Und zwar können wir für euch in den USA direkt Teile jetzt importieren. Das heißt, wir haben ein riesen Spektrum an Partnern und auch mittlerweile eine eigene Person mit einer eigenen Anschrift in den USA, wo wir Teile entgegennehmen können, auf unsere Firma,
und die dann per Luftfracht günstig nach Deutschland transportieren können. Das ist ein Netzwerk, was sehr viel Arbeit war, das aufzubauen. Das ist mittlerweile live. Das heißt, wenn ihr USK-Ersatzteile braucht, das geht einmal schnell, oder wenn ihr sie nicht ganz so dringend braucht, schaut bei uns auf die Homepage. Da gibt es einen eigenen Button mittlerweile unten. Könnt ihr draufklicken, schickt uns eine E-Mail. Unsere Kollegen am Telefon im Verkauf werden sich darum kümmern, euch ein Angebot zu unterbreiten. Dann könnt ihr schauen, ob das für euch interessant ist und ob ihr die Teile bei uns beziehen wollt. Oder wenn ihr bei den großen Warehouses in den USA was habt, schickt uns die Teilenummer und fragt nach dem Angebot an. Und dann können wir euch sagen, ob wir das für euch transportieren können und importieren können. Ist eine Neuerung, die wir für uns aufgebaut haben, aber mittlerweile wollen ein oder anderen das halt auch schon mit nutzen. Deswegen kündigen wir es jetzt einfach auch mit an und geben euch die Chance, es mit zu nutzen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video und hoffentlich viel Technik-Content und Spaß zusammen. Vielen Dank, Servus und Ciao.